So, herzlich willkommen zu Inside Politics Episode 10. Diesmal mit Christoph Wabrik von den NEOS. Das ist der Mann, der mir gerade in die Kamera lächelt. Schönen guten Tag. Und zum ersten Mal dabei meine neue weibliche Unterstützung, Ina Wasmeier, als Interviewpartnerin sozusagen und Unterstützungspersonal. Also eigentlich heute die Dame, die das Interview führt. So, genug von mir. Ich übergebe an Ina. Herzlich willkommen, Herr Wabrik. Wir würden sehr gern mit Ihnen ein wenig über die Nationalratswahl 2013 reden, und zwar über die Nachwirkungen. Wie ist allgemein in der Partei jetzt eigentlich das Gefühl mit der Erkenntnis, wir sitzen im Nationalrat? Also, es war ein Gefühl der Euphorie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir waren alle überglücklich. Die meisten hatten damit gerechnet, alle hatten gehofft, dass es klappt, aber als es dann wirklich kam, als wir in den Nationalrat eingezogen sind, waren wir alle überglücklich, aber auch voller Tatenkrank. Es war ein ungemeiner Drang da, etwas umzusetzen, weiterzumachen. Also ganz toll. Hat es eigentlich in dieser Zeit eine Umstellung in der Partei gegeben? Wie ist so eine Umstellung abgelaufen mit der Tatsache, wir sind jetzt drinnen? Ja, im gewissen Grade schon, aber viel weniger, als man gedacht hätte. Also erstens ist ein großer Zustoß an neuen Mitgliedern gekommen. Also viele neue Mitglieder haben sich dann gemeldet. Viele auch, die vielleicht sich vorher nicht ganz getraut hatten, zu uns zu stehen, haben sich geoutet. Das war auch schön. Also wir sind plötzlich sehr schnell gewachsen in den Monaten nach der Wahl. Und dann natürlich war es eine ganz große Arbeit. Wir müssen uns wirklich aufstellen, organisieren, insbesondere fürs Parlament, also Club. Wir hatten Clubstatus. Okay, es waren 9 Parlamentarier, alles Neulinge in der Politik oder fast. Wir mussten Mitarbeiter rekrutieren, wir mussten Fachreferenten rekrutieren, wir mussten unsere politische Akademie gründen, also das NEOS Lab. All das war natürlich schon sehr, sehr harte Arbeit und gleichzeitig hat es mit der parlamentarischen Arbeit begonnen. Also wir mussten im Laufen laufen lernen. Und dieser Zustoß an neuen Mitgliedern, waren das eher junge Leute, war das breit gemischt, sind Überläufer von anderen Parteien gekommen? Ich würde sagen, es ist etwas sehr breit gemischt, ja. Ich kann jetzt statistisch nicht sagen, ob es eher jung oder alt war, aber ich bin einer der Senioren mit 53, ja, aber wir haben auch Mitglieder, und zwar aktive Mitglieder, die sich sehr stark engagieren, über die 60. Wir haben auch sehr junge. Unser zweiter auf der Liste für den EU, für das EU-Parlament ist 25, also wir haben auch sehr junge Leute. Wir haben auch zum ersten Mal viel, viel mehr Leute aus den Bundesländern auch bekommen. Wir waren vorher ein bisschen schon Wien-zentriert, ja. Also in der Steiermark zum Beispiel. In der Steiermark sind also innerhalb von ein paar Monaten 100 zusätzliche Mitglieder dazugestoßen. Überläufer, ich mag das Wort Überläufer nicht. Ja. Wir sind eine junge Partei. Natürlich kommen Leute zu uns, viele, die keine politische Vergangenheit haben, so wie ich. Aber natürlich, es gibt auch welche, die vorher entweder Mitglied oder zumindest eine Nähe hatten zu einer anderen Partei. Und das ist okay, das ist legitim. Wir haben damit kein Problem. Wie sind eigentlich Ihre persönlichen Eindrücke gewesen von der Zeit des Einzuges bis heute? Puh, die Eindrücke. Zuerst kam die Euphorie, dann kam die harte Arbeit. Zwischenzeitlich kam auch ein bisschen Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin zum Teil enttäuscht über die Arbeit im Parlament, ja, über das Verhalten der Regierungsparteien, aber auch zum Teil der Opposition, aber vor allem der Regierungsparteien. Das war für mich neu. Ich hatte es nicht erwartet, dass so ein Block denken oder zumindest ein Block agieren stattfindet. Ich hatte mehr Flexibilität erwartet, mehr Kooperation, mehr Pragmatismus und nicht dieses beinhart durchgezogene Blockwählen. Also ich lege mal hier kurz die Leitung. Also du sprichst davon, dass wenn der Antrag zum Beispiel von einer anderen Partei ist, man deswegen ihn nicht ab. Ja.
Also abwinkt, weil man sagt, da ist von mir anders und das war nicht meine Idee. Es passieren zwei Sachen im Parlament. Zum Ersten, alles was von der Opposition kann gar nicht gut sein. Und wir hatten vorgestern, da hatten wir eine sehr, sehr lange Session, aber es ist ganz etwas Eigenartiges passiert. Es gab eine Abstimmung, ja, und da sind plötzlich sofort simultan alle drei Oppositionsparteien aufgestanden. Und die zwei Regierungsparteien sind sitzen geblieben. Die waren so sicher, dass es irgendwas mit der Opposition zu tun hatten, und sie haben es unterstützt, ja, und hatten vergessen, dass eigentlich dieser Antrag von ihnen kam. Und der Präsident hat die ganze Abstimmung wiederholen müssen, damit die auch mitstimmen. Also er hat gesagt, Sie, Regierungsparteien, ÖVP, Sie unterstützen, Sie haben es eingebracht. Warum stimmen? Ach so, okay, und da musste also neu abgestimmt. Das ist symptomatisch für was passiert. Und das Zweite, was passiert, ist natürlich absolutes Clubzwang. Also ich weiß, es gibt mehrere Abstimmungen, wo einzelne Abgeordnete von ÖVP oder SPÖ anders abstimmen hätten wollen. Und es ist auch keinen Unterschied gemacht im Endeffekt. Ja? Aber sie dürfen nicht und sie werden es auch nicht tun. In den Ausschüssen oder anderswo plädieren sie dafür und dann, wenn es zur Abstimmung kommt, da ist Clubzwang 100%. Das hat mich enttäuscht, aber okay. Gibt es momentan im Regierungsprogramm eigentlich irgendeinen Punkt, wo Sie so richtig sagen, das stört mich am allermeisten? Ja, was mich am allermeisten stört, ist ganz allgemein der Stillstand. Da hat sich nichts bewegt. Wir hatten gehofft, dass nach der Nationalratswahl, nachdem die Regierungsmehrheit so knapp an den Verlust vorbeigeschrammt ist, der absoluten Mehrheit, dass das ein Aufweckruf sein würde. Und das ist nicht geworden. Das erstaunt mich bis jetzt, dass die Regierungsmehrheit nicht die Kraft gefunden hat, wirklich hier Reformen einzuleiten. Sei es jetzt die Bildung, sei es die Steuerreform, sei es andere Gebiete, da kommt nichts, ja. Da wird nur hintergangen. Und das Zweite, was mich schon sehr, sehr stört, das ist ein ganz spezieller Fall, das ist die Sache mit der Hypoalpe Adria. Da wird in einer Weise dilettantisch agiert, das mich einfach fassungslos macht. Also auch, was jetzt in den letzten paar Tagen passiert wird, also den größtmöglichen Schaden für die Republik, für das Ansehen der Republik, indem mündelsichere Wertpapiere nicht honoriert werden, auf der einen Seite, und trotzdem der Gewinn. Also das sieht man ganz klar, man hätte die Hypoalpe Adria in den Konkurs schicken sollen. Ja? Sicher hätte es kein schönes Bild gemacht für Österreich, aber es wäre weniger schlimm gewesen, als was jetzt passiert. Und die Kosten für den Steuerzahler und die Steuerzahlerinnen wären viel, viel, viel geringer gewesen. Wie schaut jetzt eigentlich seit der Nationalratswahl dann die Vorbereitung, also wie hat die Vorbereitung auf die EU-Wahl ausgeschaut, weil die ja jetzt auch erst abgehalten worden ist und da auch die Frau Mina eingezogen ist ins Parlament, aber wie haben da dann diese strukturierten Vorbereitungen ausgesehen? Ja, also wir haben uns sehr, sehr gut, ich glaube, drauf vorbereitet. Wir haben ja ein eigenes Europaprogramm verfasst. Wir haben dieses Programm dann konzentriert auf ein paar Eckpunkte. Wir haben sehr, sehr stark mobilisiert. Ich glaube, die Mobilisierung der Mitglieder und der Freunde ist das, was eigentlich am besten passiert ist. Insbesondere in der Steiermark. Also da haben wir ja in der Steiermark ein überdurchschnittliches Ergebnis eingefahren mit 8,7% über dem Bundesschnitt und mehr als das Doppelte wie bei der Nationalratswahl 6 Monate vorher. Da haben wir ja damals nur 3,9% geschafft und in der Stadt Graz 12,3%. Das ist ganz großartig. Am Ende haben wir unser Ziel bundesweit verfehlt, ein bisschen. Wir hatten ja also ein Ziel von 10% und 2 Abgeordneten. Aber auch das werden wir verschmerzen. Es ist vielleicht ein kleiner Schuss vor den Bug. Ja? Die Bäume wachsen auch nicht in den Himmel. Im Nachhinein ist es mir lieber, dass das kleine Hoppala bei dieser Wahl passiert ist, als vielleicht bei einer anderen Wahl, Gemeinderatswahl oder Landtagswahl. Wobei ich noch einmal betonen muss, wir haben uns gegründet vor nicht einmal 2 Jahren, bei der Nationalratswahl 5%, bei der EU-Wahl knapp über 8%, das lässt sich sehen, ja. Aber die Erwartungen waren noch höher. Weil du sagst, glaubst du, dass ihr vielleicht auch ein bisschen mit der falschen Strategie in den EU-Wahlkampf gegangen seid? Das könnte sein, aber ich möchte hier keine Kaffeesuderei betreiben. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben,
die hier quantitativ und wissenschaftlich, also professionell analysieren soll, was, wenn überhaupt, ein bisschen falsch gelaufen ist. Es sind da mehrere Hypothesen im Raum. Haben wir es nicht geschafft, unser EU-Programm doch runterzubrechen auf ein paar Kernaussagen, die wirklich die Menschen mehr angesprochen hat als die, die wir gewählt haben. Erasmus für alle war etwas, vielleicht etwas nicht genug gezogen hat. Im Nachhinein kann man sich auch die Frage stellen, ob unsere Strategie nur den Spitzenkandidaten, also in dem Fall die Spitzenkandidatin, in den Kampf zu schicken, vielleicht wir ein Team von 3 reinschicken sollen, ja? Aber wir haben uns auf eine Person konzentriert, wie es auch alle anderen Parteien machen. Auch deswegen, wenn natürlich in den wesentlichen Diskussionen, ORF oder woanders, immer nur ein Kandidat von jeder Partei sein kann. Also das ist sehr schwierig, jetzt ein Team zu sponsern, ein Team vorzuschlagen, ein Team medial zu präsentieren, wenn dann in ganz wesentlichen Diskussionsrunden pro Partei nur einer oder eine sitzen darf. Ist natürlich richtig, aber zum Beispiel Strategie, Piratenpartei Nationalrat 2013, Sie haben es zwar nicht geschafft, erstmal dahingestellt, naja. Darüber kann man jetzt streiten, ja. Aber die haben echt das so gemacht, dass sie halt ihre 5 Spitzenkandidaten zu den jeweiligen Diskussionen immer einzeln hingeschickt haben. Ja, aber wie du richtig gesagt hast, sie haben es nicht geschafft und ich erinnere mich an keinen Namen von den 5. Und das ist ja das Problem. Ich kann mich an keinen Namen erinnern. Und ich habe einen Test gemacht. Ja, ich habe verschiedene Leute gefragt, für jede der anderen Parteien, also SPÖ, ÖVP, Grüne, FPÖ, jeder kann sich an den Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin erinnern. Ganz wenig. Ganz wenig können sich auch bei diesen großen Parteien an die Nummer 2 erinnern. Weiß jemand noch, wer hinter einem Karas stand als Zweiter? Wäre ich jetzt auch gerade überfragt. Siehst du? Muss ich zugeben. Aber, immerhin. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, ich weiß zum Beispiel, wer bei euch auf der Liste Nummer 2 gestanden ist, das war der Stefan Windberger. Ja. Aber ich hätte vielleicht, jetzt bin ich kein Politiker und ich traue mir das auch nicht zu, jetzt zu sagen, wie ich die Strategie für euch gemacht hätte, aber vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, hin und wieder sozusagen die Nummer 2 auch besser ins Ziel zu bringen oder zu präsentieren. Vielleicht. Ja. Wie gesagt, ich bin auch kein Wahlstratege, muss ich ganz ehrlich zugeben. Im Nachhinein kann man alles Mögliche herausfinden, was hätte anders gemacht werden können. Was anders gemacht hätte werden können, ist klar. Ob es besser gewesen wäre, das ist die schwierige Frage. Das ist sehr, sehr schwer im Nachhinein zu evaluieren. Aber sicher, wir hätten es zumindest anders machen können. Und wenn alle Parteien nur einen Spitzenkandidaten, also auf alles auf einen oder eine konzentrieren, hätten wir durchaus sagen, wir machen es anders. Ja? Schicken die Top 3 zum Beispiel. Ja? Glaubst du da eigentlich, dass der Style mittlerweile sehr viel von der Politik macht oder von dem Political Behavior ausmacht, was halt nach außen transportiert wird? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich meine, der Style, also sprich... Der Stil. Wirklich der Stil. Es muss eine Person sein, die im Anzug vor die Kamera tritt und jede andere Partei macht nichts anderes, als eine Person, die im Anzug vor die Kamera tritt, sozusagen hinzustellen. Ich sage es bewusst jetzt mal, den Besenstiel in der Parteifarbe anmalen und ihm einen Anzug anziehen. Ganz so ist es natürlich nicht. Aber es wird sehr viel auf Style, es wird sehr viel auf eine Art, ich sag's mal so, Lebensphilosophie gelegt, eine Partei ihren Grundidealen dazulegt, sozusagen als Bettdecke oder als Aufguss, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber es geht immer weniger um Inhalte, es geht vielmehr so um Style, es geht um reißerische Parolen und was weiß ich nicht alles. Also glaubst du, dass dieser Fokus eigentlich nicht ein bisschen übertrieben ist? Also ich muss zugeben, es ist leider so, dass Inhalte immer wieder zu kurz kommen. Weil einfach die Aufmerksamsspanne der Durchschnittswählerin oder des Durchschnittswählers relativ kurz ist und man kondensiert auf ein paar Schlagworte. Man versucht auch nicht anzuecken und sehr oft werden Programme durch den politischen Weichspüler geschickt. Ja. Das ist dann bedauerlich. Ich glaube, unsere Kandidatin war da ein bisschen anders. Sie hat Frische gezeigt. Sie war sehr authentisch. Und das war etwas Positives. Wir Neos versuchen es ein bisschen anders zu machen. Also wir sind authentisch. Wir haben auch keine
Profipolitiker. Ich bin kein Profipolitiker. Ich habe bis vor 2 Jahren Joghurt verkauft. Ja? Und die meisten auch im Club haben streng keine Politiker. Ist das ja aber auch so etwas mehr oder weniger, dass man Autoverkäufer als Politiker ist. Also das möchte ich schon in Frage stellen. Ich sehe meine Rolle als Politiker nicht, etwas zu verkaufen, sondern etwas umzusetzen. Und zwar das umzusetzen, was von den Wählern kommt. Also wir sehen unsere Arbeit bei NEOS nicht so, dass wir hier ein Programm aufstellen von irgendwelchen Eggheads oder klugen Köpfen und dieses Programm wird dann den Wählern verkauft, bitte, das ist die bessere politische Ware, sondern wir machen es umgekehrt. Wir erkundigen uns, was muss geändert werden, was stört euch, wie stellt ihr euch das Leben anders vor? Im politischen, im bildungstechnischen, in jeder Hinsicht. Und das setzen wir dann um. Zum Beispiel auch heute diese Mitgliederversammlung hat auch diesen Zweck. Also wir arbeiten uns von unten herab. Und das haben wir auch bis jetzt ziemlich durchgezogen. So. Also unser Wahlprogramm, ob es jetzt Nationalratswahlprogramm oder das EU-Wahlprogramm, ist von unten entstanden. Es sind Arbeitsgruppen, Themengruppen, die daran gearbeitet haben. Wochenlang in kleinen Teilen, das Ergebnis der Arbeit wurde dann diskutiert, online, dann noch einmal in der Mitgliederversammlung diskutiert und dort Paragraph für Paragraph diskutiert, machen wir einen ziemlich langwierigen Prozess und dann abgestimmt. Also so wie Politik eigentlich sein sollte. So wie es Politik sein sollte, genau. Glaubst du nicht, dass Politik, ich sage bewusst diesen Begriff jetzt, in Demokratie die Show verkauft wird? Mit diesem Leitsatz? Ja, es wird vielleicht, wie meinst du, die Show verkauft? Also ich meine damit, dass Politik so als wie, weiß nicht, wie der Eurovision Song Contest wird, so sein Event-Politik, Event-Nationalratssitzung, ja. Event-nächste Wahl. Das wird, ja, das ist es zum Teil und das ist zum Teil insbesondere bei Nationalratswahlen. Ich glaube aber, wenn man auf die anderen Ebenen sich bewegt, Landtagswahlen und vor allem Gemeinderatswahlen, dann ist es nicht mehr der Fall. Also gerade bei Gemeinderatswahlen gibt es diesen Show-Effekt nicht. Da geht es wirklich um Menschen, da geht es um die Anliegen der Menschen, der Probleme auf der Gemeindeebene, angefangen von der Frage, ob sich ein zweiter Kindergarten eröffnet werden sollte oder ob man eine Umfahrungsstraße bauen sollte um den Ort hinun. Das sind dann wirklich Sachfragen. Ich glaube, auf der Ebene der Gemeinde und auch der Länder wird noch zum größten Teil Sachpolitik betrieben, auch in ehrlicher Weise. Dieser Show-Effekt ist dann vor allem auf Bundesebene und dann noch mehr natürlich auf der EU-Ebene. Was sich jetzt zum Beispiel abspielt, die ganze Show um die Ernennung oder die Wahl des Kommissionspräsidenten, das ist reine Show. Das hat mit Inhalten schon gar nichts mehr zu tun. Ja? Also ein medial geführtes Rückzugsgefecht. Ja, leider. Zum Teil. Ich wollte ganz kurz noch was sagen. Du hast vorher erzählt, du hast früher für Danone gearbeitet, also Joghurt verkauft. Ja. Ich wollte sozusagen kurz nochmal deine Biografie präsentieren, weil man hört bei dir ein leichtes Schönbrunner Deutsch heraus. Das merke ich als Wiener. Mit leicht französischem Akzent. Du bist ja geboren in Genf. Wie wichtig ist für dich sozusagen dein internationaler Hintergrund? Er ist mir sehr wichtig. Also um die Aussprache anzuhören, es ist von mir keine Affektiertheit. Ich kann nur Hochdeutsch. Deutsch ist auch nicht meine Muttersprache. Meine Muttersprache ist Französisch. Ich bin französischsprachig aufgewachsen und habe erst ab dem, glaube 12. Lebensjahr Deutsch als Fremdsprache dazugelernt. Also ich habe 2 Staatsbürgerschaften. Meine Frau ist griechisch und zu Hause sprechen wir Englisch. Mir ist diese Internationalität sehr wichtig. Ich glaube, ich bin ein echter Europäer. Ich lebe das. Ja. Aber, und das ist auch ein, wie soll ich sagen, ein Trumpf, ja, etwas, was ich einbringen kann für NEOS. Ich habe nicht nur mehr Staatsbürgerschaften, sondern ich habe auch gelebt. Ich habe nur einmal gewählt, und zwar in Österreich, für NEOS natürlich. Ich habe auch in diesen Ländern gelebt und gearbeitet, und auch außerhalb Europas. Und auch die Zeit außerhalb Europas hat meinen Blick geschärft auf die Werte Europas und wie wichtig Europa ist und wie viel Europa erreicht hat. Wenn man ein paar Jahre lang lebt in einem Land wie Saudi-Arabien, ja, in Jeddah, oder auch in, ich habe gelebt auch in Zimbabwe, ich wollte jetzt gerade Somalia sagen. Oder? Nein. oder aber auch in den USA, ich habe in den USA studiert, dann wächst die Liebe
zu Europa und auch zu Österreich, muss ich sagen. Also da erfährt man, was für eine Lebensqualität wir haben in Österreich allgemein und übrigens in der Steiermark im Besonderen. Was hat dich dann eigentlich in die Steiermark gebracht, in der Tat? Der Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe steirische Wurzeln. Mein Vater ist Steirer, hat in Leoben maturiert. Mein Großvater war auch Steirer, der war Stadtamtsdirektor von Leoben. Also ich habe steirische Wurzeln und habe eigentlich durch die Arbeit für NEOS zu diesen Wurzeln zurückgefunden. Aber ich bin damals vor knapp über einem Jahr vom Vorstand von NEOS in die Steiermark entsendet worden, um dort den Wahlkampf zu führen. Wir waren damals in der Steiermark noch ganz, ganz klein. Ich glaube, wir waren 15 Mitglieder. Und die Wahl stand ungefähr 4 Monate vor der Tür, ja, und das hat nicht ganz gut ausgeschaut. Und der Vorstand hat gemeint, okay, Christoph, du hast zwar keine politische Erfahrung, aber als ehemaliger Geschäftsführer wirst du wohl wissen, wie man organisiert, strukturiert, rekrutiert, diszipliniert, finanziert. Good luck, geh hin, ja, und mach das Beste raus. Stichwort finanziert, du legst mir wieder einen Ball auf, du hast 50.000 Euro der Partei sozusagen als Darlehen zur Verfügung gestellt. Ja, das habe ich. Also ich hoffe, du hast sie wieder zurückbekommen. Ich habe dieses Darlehen erst später, möchte ich schon ganz betonen, als ich ernannt wurde als Landessprecher, hat es das Modell Darlehen noch gar nicht gegeben. Ja? Aber ein paar Monate später sind wir drauf gekommen, dass die Spenden nicht genügen und dass wir auch zu Darlehen greifen müssen. Und da habe ich dann auch ein kleines Darlehen gegeben, also größer sogar, 50.000. Nein, ich habe das Geld noch nicht zurückbekommen, ich habe es freiwillig verlängert, weil wir noch immer beim Schuldenabbau mit dem Schuldenabbau beschäftigt sind und ich kann derzeit ohne dieses Geld auskommen, also habe ich es freiwillig, habe ich mein Darlehen ein bisschen verlängert bis auf 2015 oder später, wenn die Partei in Lage ist, zurückzuzahlen, dann nehme ich es natürlich dankend zurück, das ist gar keine Frage, aber derzeit komme ich ohne aus. Ja. Ich habe sehr gute Bezüge als Nationalabgeordneter, also mit dem lässt sich auch leben. Ich wollte gerade sagen, damit lässt sich, glaube ich, fast leben, auch von ehemaligen Managern. Ja, natürlich, also mit den Nationalbezügen, wenn die sind öffentlich, ich kann sagen, wie viel das ist, 8.300 Euro monatlich, also mit dem lässt sich natürlich selbstständig gut leben, also ich brauche diese 50.000 nicht dringend zurück. Würdest du eigentlich eine Kürzung der Nationalratsgehälter unterstützen oder sagst du, das ist das, was jemand, der sich wirklich mit dem sozusagen auseinandersetzen muss, mit den ganzen Paragraphen, die man da durchlesen muss und der ganzen Backgroundarbeit? Das ist ein Gehalt, der einem Volksvertreter sozusagen gebührt. Ja, also ich glaube, es gebührt einem Volksvertreter. Ich glaube, die Frage ist nicht, was die Volksvertreter verdienen. Ich glaube, ich bin nicht für eine Kürzung. Ich glaube, die Frage ist, was sie leisten. Und ich glaube, die Wähler und Wählerinnen haben das Recht zu verlangen, dass ordentlich gearbeitet wird. Das ist die Frage. Nicht die Geld. Ich glaube, die Republik, es muss der Republik wert sein, dass diese 183 Abgeordneten ungefähr so viel verdienen wie jemand im mittleren Management. Also in der Firma, die ich früher geführt habe, haben nicht nur ich, sondern auch meine Direktoren, also die zweite Ebene, alle mehr als ein Nationalratsabgeordneter verdient. Ja? Von einer Firma mit 80 Millionen Euro Umsatz, 80 Mitarbeiter, da haben die 6 Direktoren mehr als das verdient. Also ich glaube nicht, dass die Frage ist des Verdienst oder der Bezüge, ist die Frage der Gegenleistung, ob wirklich gearbeitet. Ich glaube, die große Mehrzahl meiner Kollegen arbeitet sehr wohl sehr hart im Parlament. Einige werden mitgezogen. Ja. Ich glaube, die Frage ist eher, ob das Parlament zu sich wiederfindet und seine Rolle wirklich bewusst wird als Gesetzgeber und als Kontrollorgan der Regierung. Ich glaube, da hapert es. Die Art und Weise, wie das österreichische Parlament heute arbeitet, er kontrolliert die Regierung nicht, weil es nicht will. Er lässt sich degradieren, das Parlament lässt sich degradieren zu einem Befehlsempfänger seitens der Regierung und er macht auch nicht seine Arbeit als Gesetzgeber. Das ist das Problem. Aber das hat mit den Bezügen nichts zu tun. Mit einer Kürzung der Bezüge würde da nicht Abhilfe geschaffen. Hand aufs Herz, wie sehen Sie eigentlich die Entwicklung des Parlaments? Also wo sehen Sie eigentlich das Parlament wirklich in 20 Jahren zum Beispiel? Ja, also ich hoffe mir ein Parlament, das mehr Selbstvertrauen hat, seine Rolle als, wie gesagt, als Kontrollorgan wirklich wahrnimmt. Dazu bedarf es einige Instrumente, zum Beispiel Minderheitenrechte, wie zum Beispiel ein Untersuchungsausschussrecht für die Minderheit. Und darauf pochen wir, seit wir eigentlich eingezogen sind, nach dem Beispiel Deutschlands.
es bedarf auch eines Umdenkens. Es geht nicht nur um die Instrumente, wie zum Beispiel Untersuchungsausschuss. Es geht auch um die geistige Haltung. Ja. Nichts hindert die Parlamentarier der Regierungsmehrheit ab und zu nach ihrem Gewissen zu stimmen. Ja. Ich darf ein Beispiel nennen. Ja. Also es gab nach 3 Tagen Budgetdebatte hat es insgesamt nur 8 Abänderungsanträge gegeben. Das müssen Sie sich vorstellen. Wir debattieren 3 Tage lang. Vorher wurde in den Ausschüssen debattiert, 10 Tage lang. Ja. Und am Ende kamen nur 8 Abänderungsanträge für dieses Budget über 2 Jahre. Ein Riesenbrocken, das ist ein Stoß so hoch, ja, 17 Kilo schwer, 5000 Seiten, nur 5 Abänderungsanträge. Übrigens kamen 2 von mir, von NEOS. Das waren Abänderungsanträge in Sachen Korrektur der Entwicklungszusammenarbeit der Budgets. Wir wollen nämlich die, zum Beispiel unseren Beitrag der UNICEF halbieren, von 2 Millionen auf 1 Million. Da habe ich gebeten, bitteschön, streichen wir das, gehen wir zurück auf 2 Millionen. Das Geld liegt eh da in der Form von Rücklagen im Außenministerium. Und ich weiß, dass meine Kollegen, die Entwicklungszusammenarbeit Sprecher, sowohl von ÖVP als von SPÖ dafür sind und immer wieder in anderen Foren dafür pochen. Aber am Tag der Abstimmung sind sie sitzen geblieben. Sie haben sich nicht getraut, auch einzeln aufzustehen und sagen, ich stimme dafür. Obwohl sie auch dann wäre es niedergestimmt worden, denn es ist natürlich niedergestimmt worden. Es kam von der Opposition, da kann doch nichts Gutes kommen. Nicht? Das finde ich schade. Und das finde ich ein Fehlen an Rückgrat, ein Fehlen an Selbstbewusstsein, ein Fehlen an Verständnis, was Parlamentarismus wirklich ist. Denken Sie eigentlich, dass es wirklich realistisch wäre, dass zum Beispiel die Steuerreform jetzt schon 2016 kommt, oder glauben Sie, dass das einfach mehr Aufschieben ist bis zur nächsten Nationalratswahl? Ich glaube, es wird ein Reformchen geben. Es wird einige symbolische kleine Änderungen geben. Ja. Was wir da beobachten, ist, ich glaube, ein Scheingefecht. Vergessen wir nicht, ich meine, es ist doch abstrus, dass wir jetzt plötzlich eine große Steuerdebatte führen, geführt zum Teil von 2 Regierungsparteien, die seit, nicht nur jetzt, seit September letzten Jahr, sondern seit 5 Jahren davor in der Regierung sind. Also sie hatten 5 Jahre Zeit. Und wenn es ihnen wirklich daran liegt, eine Steuerreform zu bringen, warum wurde es nicht vorbereitet und jetzt im Rahmen des der Budget 2014 und 2015 eingebracht? Also es ist für mich eine Scheinheiligkeit, jetzt plötzlich das zu diskutieren. Sicher, es gibt Ansinnen auf beiden Seiten. Also ich glaube schon, dass es auf beiden Seiten, sprich Rot und Schwarz, Bestrebungen geben, irgendwas zu ändern. Aber es wird zu einer Mini-Reform kommen, wenn überhaupt. Ich glaube, beide Parteien hoffen, ich glaube zu Unrecht, dass sie irgendwie sich durchwurschteln werden und dass es 2000, also in 5 Jahren noch einmal sie die absolute Mehrheit halten. Ich glaube, das wird es nicht sein. Ich glaube, sie werden, Rot und Schwarz werden gemeinsam zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik die absolute gemeinsam verlieren und erst dann wird es wirklich zu einem Aufbruch kommen. Denn dann wird es eine andere Konstellation geben. Ich hoffe, dass NEOS dabei sein wird, aber auch wenn NEOS nicht dabei sein wird, sondern eine andere Konstellation, da wird es zum ersten Mal wirklich Änderungen geben. Und da wird, ich glaube, da werden vielleicht auch die Parlamentarier zum ersten Mal wieder dieses Selbstvertrauen gewinnen, weil sie nicht anders werden können. Und da werden vielleicht auch SPÖ und ÖVP sehen, aha, je nachdem, wer da nicht in der Koalition ist, es ist doch schön, einen Untersuchungsausschuss als Minderheitenrecht zu haben. Stichwort nicht Untersuchungsausschuss, sondern Stichwort parlamentarische Mehrheit. Vermisst du das BZÖ? Weil das BZÖ reingekommen wird, das doch gebrochen worden. So gesehen rein taktisch ja. Ich hatte mir erhofft, ich habe gewusst, dass allein unser Einzug nicht genügen wird, um die Absolute zu brechen. Wenn das BZÖ es geschafft hätte, dann wäre aufgrund der Wahlmittag, hätte sich diese Mehrheit von Rot und Schwarz nicht, wäre sich nicht ausgegangen und da hätten wir, würden wir hier heute ein ganz anderes Bild sehen. Auf der einen Seite, schauen Sie, das Team Stronach ist reingekommen, sitzt jetzt mit 11 Mandaten drinnen und das Team Stronach gibt es de facto nicht mehr. Das Team Stronach beschränkt sich de facto auf diese 9 Abgeordneten im Parlament und das ist es schon. Ja. Die liegen in den Umfragen bei unter 1%, die sind auch nicht antreten bei der EU-Wahl. Das ist eine Kraft, die inzwischen nicht mehr da ist. Und sowas kann auch passieren. Und sowas ist auch schade. Eine Liquiditätspartei, wenn man so sagen möchte. Wie bitte? Eine Liquiditätspartei. Eine Liquiditätspartei, leider.
Und was halten Sie von diesem Rechtsruck, der sich momentan abzeichnet? Dieser Rechtsruck finde ich persönlich bedenklich, auf jeden Fall. Aber die Ursachen sind ganz klar und die Schuld gebe ich ganz eindeutig den Regierungsparteien der letzten 5 Jahre. Dort liegt die Schuld. Nicht bei den Wählern. Schauen Sie, wenn eine Rechtspartei, und es ist Gott sei Dank bei uns in Österreich keine rechtsextreme Partei, wie, weiß ich, die Morgenröte in Griechenland oder sogar die Le Pen-Partei in Frankreich, aber es ist eine doch Rechtspartei mit Ideen und Instinkte, die mir gar nicht gefallen. Aber ich glaube nicht, dass 25% der Österreicher, nicht, dass jeder vierte Österreicher ein Xenophob im Herd ist, einer, der sich nach der Vergangenheit sehnt, der auch noch immer nicht die Geschichte Österreich verarbeitet. Das ist nicht der Fall. Ja, das ist ein kleines Grüppchen innerhalb dieser Partei. Aber wenn jeder vierte Österreicher oder Österreicherin heute FPÖ wählen wird oder möchte, dann ist es aus Frust. Ja? Und dieser Frust kommt aus dem Stillstand, den ÖVP und ÖVP, SPÖ jetzt leben. Die SPÖ-ÖVP, ich nenne es immer die SPÖ-ÖVP, ja. Die Sammelpartei SPÖ-ÖVP. Verstehen sich auch bestens, die beiden, im Grunde genommen. Ja, halten Sie es eigentlich realistisch, dass der Herr Strache gegebenenfalls der nächste Kanzler werden könnte? Nein, der nächste Kanzler wird er sicher nicht. Das sind die Österreicher viel zu vernünftig. Und auch, aber es könnte passieren, dass er stimmenmäßig zur stärksten Kraft wird. Das ist nicht ausgeschlossen. Das ist er schon in der Steiermark. Ja. Und schauen Sie sich, was in Frankreich passiert ist, jetzt bei der Europawahl. Stimmenstärkste Partei mit 25%. Es kann passieren. Kannst du nicht. Also da schließe ich aus, da würden sich die demokratischen Kräfte doch zusammenschließen und einfach eine andere Mehrheit bilden. Aber schlimm genug, wenn die FPÖ jetzt die stärkste Partei wird. Und das ist denkbar. Wenn nicht alle, und da sind natürlich schon die Regierungspartei vor allem in der Pflicht, ja, weil sie derzeit an den Schalthebeln der Macht sind. Nicht wir. Nicht wir Neos, nicht wir die Grünen, nicht wir Team Stollach. Und im Hinblick auf die nächste Nationalratswahl, wie sind jetzt eigentlich die Zukunftspläne für die NEOS? Für die Nationalratswahl, meinen Sie? Allgemein im Hinblick auf die nächsten paar Jahre. Also wir werden bei allen Wahlen antreten. Wir sind im Nationalrat, aber wir sind uns dessen bewusst, dass für die meisten Menschen Politik, vor allem Politik vor der Haustür ist. Politik in der Gemeinde, im Land und erst subsidiär meistens auf der Bundesebene. Wir werden zum Beispiel in der Steiermark antreten, jetzt bei den Gemeinderatswahlen im nächsten Frühling. Was ja recht bald ist. Weil in 9 Monaten, ja. 9 Monate ist viel Zeit oder auch wenig Zeit. Ja, eigentlich beginnt jetzt der Generalstab zu tagen und genau. Spätestens 4 Monaten sollten eigentlich die wesentlichen Schienen gelegt sein. Ja. Wir arbeiten schon daran, Wahlplattformen zu organisieren auf der Gemeindeebene. Wir arbeiten daran, die Themen herauszuschälen, die den Steirern und Steirinnen wichtig sind auf der Gemeindeebene. Das sind natürlich Themen, die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sind. Aber es gibt auch einige Themen, die gemeinsame Themen sind, quer durch alle Gemeinden der Steiermark und vielleicht sogar quer durch alle Gemeinden Österreichs. Diese Themen werden wir aufgreifen, diese Themen werden wir bearbeiten, für diese Themen werden wir mit Lösungsansätzen uns anbieten. Ja, und dann werden wir sehen. Stichwort Gemeindereform. Wie stehst du zu diesen Bezirkszusammenlegungen, Gemeindezusammenlegungen? Also wir sind grundsätzlich für Zusammenlegungen. Wir glauben, das ist sinnvoll. Die Frage ist natürlich, wie es gemacht wird. Nicht? Und wenn es in einer Weise gemacht wird, die nur Rücksicht darauf nimmt, dass ja die gleiche Zahl von roten und schwarzen Bürgermeistern übrig bleibt, das hinterlässt natürlich einen schalen Beigeschmack bei den Bürgern und Bürgerinnen der betroffenen Gemeinde. Wenn die Sachen nicht wirklich optimal gemacht werden im Hinblick auf Größe der Gemeinden, Finanz der Gemeinden, sondern mehr im Hinblick auf Zusammensetzung der Gemeinderäte. Das ist schade, dass sowas passiert und es ist in vielen Gemeinden passiert. Aber okay, die Frage ist jetzt, was machen wir daraus? Und für mich stellt sich die Frage, okay, wir haben jetzt Gemeindezusammenlegung gehabt oder stehen unmittelbar bevor. Was machen wir daraus? Was bedeutet das konkret? Welche Vorteile ziehen wir? Wie strukturieren diese Gemeinden nicht nur jetzt in Sachen Gemeinderäte, sondern in Sachen Schulen, Transport, Verkehr, Gemeindedienste, all das, ja? Und da ist noch viel Arbeit vor. Und
Die Frage ist, ob alle Gemeinden wirklich da anpacken oder man sich zurücklehnt und sagt, okay, wir haben es zusammengelegt, wir haben 200 Gemeinden weniger, das ist es schon. Das kann es nicht sein. Weil zum Vergleich, man tut immer die Italiener für ihre überbordende Politik oder Bürokratie auch gerne rügen, aber Friuli Venezia hat bei derselben Einwohneranzahl wie die Steiermark ungefähr 1,2 Millionen, ja nur die Hälfte an Gemeinden, sollte das auch das Ziel sein? Also ich sehe jetzt keinen Handlungsbedarf, noch eine zweite Runde zu machen. Ich glaube, die erste Runde ist gemacht worden und jetzt sollte das Ergebnis dieser Zusammenlegung optimiert werden. Also vielleicht gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Es gibt sogar ein paar Gemeinden, ich denke an Volzberg, da gibt es Initiativen, wo Gemeinden, die nicht zusammengelegt worden sind, sagen, ja, wir möchten auch zusammenlegen. Und das kommt von den Bürgern und Bürgerinnen und das ist gut so. Also vielleicht gibt es hin und da noch Möglichkeiten, aber von uns aus, wir kommen nicht mit einem Plan, jetzt eine zweite große Welle zu machen und nochmal von 250 auf 120 noch einmal ein zweites Mal zurück. Also das ist nicht unser Plan jetzt. Also im Friaul, Julischen Netzen hat man einmal 250 und vorher ja. Also 160 in Österreich. Ja, genau. Also ich glaube, diese erste Welle müssen wir mal zuerst verdauen, das Bessere daraus machen, also das optimieren, ja, das Potenzial herausnehmen, was entsteht durch diese Gemeinde so lange, vielleicht ein paar zusätzliche machen, die nicht im Plan waren, das sollte der Fokus sein jetzt. Eine abschließende Frage noch, von meiner Seite her, ich weiß nicht, ob du da noch welche hast. Glaubst du jetzt, dass du die nächsten 5 Jahre in Wien bleibst und dort dein Mandat sozusagen die ganze Legislaturperiode vertrittst oder in den Steirischen Landtag wechselst? Nein, ich glaube nicht, dass ich in den Steirischen Landtag wechseln werde. Ich bin ja kein, meine Wurzeln sind steirisch, aber ich bin in gewisser Weise ein Zugraster, ja, sagen wir ganz ehrlich. Ich bin im Ausland geboren, habe 2/3 meines Lebens im Ausland auch gelebt, gearbeitet, studiert und die kurze Zeit, die ich immer wieder in Österreich gelebt habe, war meistens in Wien. Also so gesehen bin ich auch nicht der geeignete Kandidat für eine Landtagswahl. Da gibt es viel bessere Kandidaten für ein Landesratmandat. Ich bleibe im Nationalrat. Wäre da Stefan Windberger vielleicht die Möglichkeit? Das musst du ihn fragen. Okay. Und dann von meiner Seite auch noch abschließende Frage, was ist Ihr größter Wunsch an die NEOS? Mein größter Wunsch an die NEOS ist, dass sie so bleiben, wie sie sind. Dynamisch, ehrlich, offen, mutig. Mutig, den Status quo zu hinterfragen, mutig, sich den Herausforderungen zu stellen, mutig, manchmal den steinigen Weg zu gehen, die richtigen Konzepte und Programme zu erarbeiten, auch wenn es lange dauert, wenn es schwierig ist, den Kompromiss zu finden, pragmatisch zu bleiben und nicht die politischen Abkürzer zu nehmen, die da verlockend angeboten werden. Dankeschön, Herr Wabrik, für das Interview. Ich danke für die Zeit. Herzlichen Dank.